Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Unboxing. Harte Video kann ich jetzt ehrlich gesagt dazu gar nicht machen. Es sind halt In-Ears von Soundpads, wo ich auch die Smartwatch gekriegt habe. Das war halt in dem Paket. Ich wollte es eigentlich schon vorher machen, aber ich kann. Sorry, ich kann dazu jetzt momentan wirklich keinen Hardware-Test machen, weil, wie gesagt, ich höre auf der rechten Seite kaum was. Und das würde das halt verfälschen, weil dann würde ich sagen, halt, ich höre halt nur links. Und wenn das so auf Stereo ausgelegt ist und von rechts halt nicht so viel kommt, das hört sich dann doof an. Und dann würde ich das vielleicht schlecht bewerten. Und obwohl es nicht schlecht bewertet werden sollte, weil eigentlich besser ist. Und deswegen müssen wir da mit dem Hardware-Video dann noch ein bisschen warten. Sorry, Leute. Aber ich will das Unboxing schon mal machen, dass ich das hier dann alles auf den Haufen packen kann. Was wir dann später testen werden. Die haben auch noch ein richtig geiles Headset. Soundpads. Ich werde euch mal die. Weil das sind jetzt wieder so eine, wie ihr kennt. Ja, so ganz. Ekelhaften halt, die ganz normalen In-Ear-Dinger da, die erkennt halt mit dem Gummipinöpel dran. Ja, also die hier. Ich werde euch aber mal in die Videobeschreibung verlinken. Die haben nämlich noch welche ohne dieses Gummi in verschiedenen Varianten. Die haben einmal mit einem super Sound. Hält der Akku natürlich nicht so lange, weil. Durch die Bassverstärkung und alle drum und dran. Und dann haben sie noch mal welche, auch wie Oldschool-Hörer, wie vom Gameboy und so damals, einfach rinnen ins Ohr, ohne diese Gummipinöpel, was man reinstecken muss. In einer größeren Packung. Die habe ich aber selber noch nicht getestet. Wesig von einem Kollegen. Da ist der Sound wohl nicht ganz so gut, aber okay. Aber dafür hält der Akku wohl ewig. So, wir haben denn hier praktisch Anleitungsheft, natürlich auch wieder mit Deutsch mit bei und Bluetooth, und hier haben wir dann auch wieder die Belegung, wie wir was drücken müssen. Ich guck mal bei Deutsch. Deutsch ist hier vorne. Ah, hier steht auch endlich mal drauf, wie man die zurücksetzt. Weil das schreiben viele nicht rein, wie man die auch mal zurücksetzen kann, falls sich nur einer mit dem Handy verbunden hat oder so. Hier ist dann die Tastenbelegung. Links drücken, gedrückt halten, zweimal drücken, dreimal drücken, doppelt drücken und was weiß ich. Und rechts halt auch. Ganz normaler Standard. So, wir haben dann. Fehlt logischerweise noch die Gummipinöpel und der USB-Kabel. Und hier haben wir sie. Nochmal vier extra Pinöpel, ganz kleine, ganz große und einen ganz kleinen, wirklich ganz kleinen USB-Kabel. Der reicht ja aus. Rinnstecken in der Steckdose, daneben liegen lassen zum Laden. Aber wie gesagt, ich bin kein Freund von den In-Ears mit den Gummipinöppeln. Das bin ich überhaupt kein Freund von. Ah, die Hülle fasst sich so ein bisschen lederig an. Hier ist dann der USB-C-Port. So, jetzt nehmen wir die mal raus. Hier sind sie jetzt. Die haben jetzt natürlich nur so ein Gummi, so ein Plastik hier drüber. Das werde ich mal kurz abmachen, damit die dann auch wieder laden können. So, manchmal sind sie schon voll geladen. So, hier sind die Gummi, hier sind die Kontakte auf der Unterseite. So, das ist das Ding. So kommt es denn ins. Ach, siehst du, jetzt habe ich sie hier an der Hand. So.
Hier sind die LEDs. Na, da. Die sind an der Seite diesmal, also unten, hinter so einem Art Gitter. Ja. Und wenn wir sie dann hier aufmachen. Und reinmachen. So werden sie dann geladen. Oder habe ich die verkehrt rum drin? Nö. Die sind so richtig. Sieht ein bisschen komisch aus. Aber naja, okay. Sind so richtig drinne. Wie gesagt, ein Hardware-Video mache ich. Braucht euch nicht wundern, dass ich mich dann anders anhöre und so. Das mache ich dann, wenn mein Gehör rechts wieder funktioniert, ohne Einschränkungen. Bis dahin würde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, bis dann. Däumchen werden Träumchen natürlich. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.